Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute schauen wir uns an, wie man mit negativen Zahlen multipliziert, also mal rechnet. Und wenn du nochmal wissen möchtest, wie die Regel für die Addition und Subtraktion lauten, habe ich dir mein Video dazu hier oben nochmal verlinkt. Um das Ganze anschaulich darzustellen, rechnen wir heute mit schönen Päckchen und schauen uns an, was sich verändert. Wir beginnen mit einer Aufgabe, die wir alle schon können, und zwar starten wir mit 2 mal 2. Wissen wir alle, ist 4. Also wenn ich zwei positive Zahlen miteinander multipliziere, ist das Ergebnis auch positiv. Wissen wir schon, halte ich aber schon mal fest. Also plus mal plus ergibt wieder plus. So, jetzt verändern wir den zweiten Faktor um 1. Und zwar verringern wir den um 1. Der erste Faktor bleibt gleich. Der zweite wird um 1 kleiner. 2 mal 1 ist 2. Was passiert mit dem Ergebnis? Das Ergebnis wird auch um 2 kleiner. Und so machen wir jetzt weiter. Erster Faktor bleibt gleich. Zweiter wird um 1 kleiner, also 0. Ergebnis 2 mal 0 ist 0. Wird auch wieder um 2 kleiner. Nächste Aufgabe, 2 mal. Und jetzt kommt minus 1, denn wir werden wieder um 1 kleiner. 2 mal minus 1. Und das Ergebnis muss auch wieder um 2 kleiner werden. 2 mal minus 1 ist dann minus 2. Und noch eine Aufgabe, 2 mal minus 2, denn wir verringern wieder um 1. Ist minus 4. Und jetzt sehen wir, wenn wir eine positive Zahl mit einer negativen multiplizieren, ist das Ergebnis negativ. Also wir können schreiben, plus mal minus ist minus. Und gleiches gilt auch dank des Kommutativgesetzes für minus mal plus. Denn ich kann die Faktoren einfach tauschen. Ergebnis bleibt gleich. Wir rechnen jetzt noch ein Päckchen und verändern diesmal den ersten Faktor. Wir starten mit der ersten Aufgabe, die wir gerade schon ausgerechnet haben. Wir starten diesmal mit 2 mal minus 2. Ist minus 4, das wissen wir jetzt. Und jetzt verändern wir den ersten Faktor um minus 1 und schauen, was mit dem Ergebnis passiert. Also 1 mal minus 2 ist minus 2. Was passiert mit dem Ergebnis? Das Ergebnis wird diesmal um 2 größer. Stell dir das am Zahlenstrahl vor, von minus 4 zu minus 2 musst du 2 Schritte nach vorne gehen, also nach rechts am Zahlenstrahl. Nächste Aufgabe, wir verringern wieder um 1, dann haben wir hier die 0 stehen. 0 mal minus 2 ist 0, auch hier plus 2. Jetzt haben wir minus 1 mal minus 2 und wenn sich unser Ergebnis immer um 2 vergrößert, dann muss das Ergebnis hier auch positiv sein, also 2. Und noch eine Aufgabe, minus 2 mal minus 2. Ist dann 4. So, und jetzt sehen wir, wenn wir zwei negative Zahlen miteinander multiplizieren, ist das Ergebnis positiv. Also wir schreiben hier noch hin, minus mal minus ergibt plus. Das sind die Regeln, die du dir merken solltest. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabe
minus 6 mal minus 4 rechne, muss mein Ergebnis positiv sein. Also 6 mal 4 ist 24. Das war's. Wenn du das Ganze jetzt noch üben möchtest, habe ich dir dazu in der Videobeschreibung ein Arbeitsblatt verlinkt. Und wenn du heute etwas gelernt hast, dann freue ich mich über das Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.